Ich reiße den Stab mit einer kräftigen Bewegung aus dem Schrank heraus. Ist immer noch an diesem Holzkasten eingefasst, sodass du ihn nicht direkt anfassen musst. Ja. Lasst uns bewegen. Hört ihr denn auch? Nein, ich höre nichts. Nein. Ich schaue auch ganz, ich schaue sehr aufmerksam in dein Gesicht und schaue auf irgendwelche Anzeichen, dass dort etwas passiert, das wir nicht wollen. Immer schaut sich auch um. Irgendwie ist es zu ruhig. Plätscht Schaut zum Sarg, schaut zur Tür. Und ja, dann auf einmal scheint er die Augen aufzureißen und weiter durch den Raum zu schauen. In diesem Fall aber wird er ein Ode Makanum wirken. Nein, er wird kein Ode Makanum wirken, das ist viel zu riskant hier. Er schaut sich einfach nur um und ja, schaut links, schaut rechts. Schaut immer wieder zu der Tür, die geschlossen ist. Erklär mir bitte nochmal kurz dieses Holzgestell. Also der Stab ist in so einem, sagen wir, Trapez aus, als Holzstangen, oder? Es ist eine kleine Kiste, die ideal ist, um dann so einen Stab drin einzufassen. Du hast unten einen kleinen Griff und oben einen kleinen Griff. Also du kannst es dir als Mini-Sarg vorstellen, wo dann dieser Stab eben eingeschlossen ist. Auch wieder mit so einer Glasfront, dass man dann eben durchsehen kann. Und damit kann man diesen Stab eben ideal transportieren. Wie gesagt, das Auge darin lebt definitiv und starrt dich an, blickt dich an, auch wenn du es dann aus diesem Eisenschrank herausnimmst, wechselt das dann eben mit den Blicken, stiert mit der Pupille auch mal in Richtung des Zwerges, in Richtung der beiden Magier. Könnte ich den dort hinausnehmen, wenn ich so geneigt wäre? Du kannst Oder natürlich ist der so diese eingeglast, dass ich Glasfront kannst du zerbrechen natürlich müsste? aufmachen, klar. Okay. Ich decke aber erst einmal meinen Umhang darüber. Damit sie uns nicht mehr haben. Schleichen. Und dann, je nach, wir müssen hier raus. Wenn alle beschäftigt sind, würde ich mal nach dieser Formel grapschen. Überlauscht es an der Tür, legt den Kopf an die Tür. Jetzt oder nie, lauft! Los, los! Weiter geht's. Immer kommt er wieder zurück. Irgendwas scharrt da hinter der Tür. Aber keine Geräusche, keine Gespräche, wie in den Tal. Geht in Deckung. Meint ihr, sie wissen, dass wir hier sind? Wir könnten. Ich mal auf meinen immer noch über das Gestell gezogenen Umhang. Der Stab kontrolliert die Gotongs nicht, oder? In der Theorie. Wenn man nimmt einen Pfeil auf. Ah nein, er hätte gar keinen Bogen gespannt. Okay, also machen wir. Ich nehme mal hier so ein bisschen in die Ecke. Mache den Glaskanister auf. Meine Herren, gebt acht. Und greife den Stab. Überdenkt sie so rauf nicht, wo kommt die Hand nicht noch andere Farben? Dein Geist wird zerrissen, Jala. Du siehst vor dir abertausende Augen, die überall in Yol'Gurmak stationiert sind, starren, blicken auf allen öffentlichen Plätzen, wie sie die Leute, die Bewohner mustern, auch die Dämonen kontrollieren, die umherhuschen. Du siehst die verlassenen Bezirke, die Schatten, wie sie leben. Du kannst erkennen, wie irgendwelche mechanischen Apparaturen winden, Schlotheim. Du kannst Leonardo sehen, wie er dort arbeitet. Dein Geist zerbricht weiter, vollständig durch tausend Augen, die gleichzeitig Informationen in dich hineinpumpen wollen. Du kannst es gar nicht mehr aufnehmen. Du siehst vier Augen. Vier Augenpaare, die in diesem alchemistischen Labor auf euch hinunterstarren, von jeder Ecke eins. Ihr habt euch nicht einmal mit einem Odem abgesichert, ob es irgendwelche Gotonkis hier drinnen gibt. Du wirst weitergeschickt durch die Schwarzstoffwerke, in den verschiedenen Apparaturen, die die Mechaniker hier produzieren, die Handwerker, die überall hier sind. Du kannst die Magmagruben sehen, die Säureminen. Magram fällt. Und fällst um. Jalan greift den Stab und kippt nach hinten. Versuche ihn noch aufzufangen, ohne den Stab dabei zu berühren. Jalan, komm zu Scheiße, euch. Scheiße, 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 scheiße. Komm her, was ist mit ihm? Tätschel mal seine Wangen. Immer geht vor allem zu ihm hin und nimmt ihm das kleine Beutelchen ab, was da irgendwo auf dem Boden liegt, und nimmt das wieder an sich. Geht dann wieder hin. Ist er tot? Ich fühle mal seinen Puls. Ja, sein Puls rast. Hält er ihn den Stab eigentlich noch in den Händen oder hat er ihn fallen lassen?
Ja, wahrscheinlich wird er jetzt in so eine Art Zucken verfallen. Geht wie gesagt wie ein Brett erstmal nach hinten, was natürlich auch ein leises Klappern verursacht. Immerhin ist er in seinem Kettengewand gekleidet, auch wenn es dann von seinem Wappenrock noch leicht abgedämpft wird. Aber jetzt lässt er den Stab, wie gesagt, fallen, sodass ihr da euch um ihn kümmern könnt. Wenn du ihm die Pupillen öffnest, kannst du auch sehen, dass die weit in den Kopf hineingeklappt sind und seine Lider rot sind. Bewusstlos, irgendwie am Leben. Ich gehe mal zurück ins Labor. Gibt es dort einen Tisch mit alchemistischen Fiolen oder ähnlichem? Sicherlich. Sind diese beschriftet? Auch das. Immer sucht ein Seil, sowohl in diesem Raum als auch in diesem Raum irgendwo. Dann ich suche eine Zange. Gucken, ob ich irgendwas finde, was ihn aus seiner aktuellen Ohnmacht herausholt. Ein Riechpulver, eine übelriechende Substanz, die so schlimm riecht, dass er aus seiner Ohnmacht geweckt wird. Ja, sowas wie Essig wirst du hier irgendwie finden. Klar, das ist jetzt nichts Besonderes. Deine alchemistischen Kenntnisse sind zwar grottig, aber dafür wird's reichen. Dann würde ich mir eine Ampulle mit Essig holen oder umfüllen vielleicht sogar und zurück zu Jalan eilen und ihm diese unter die Nase halten. Ja. Was ist mit den anderen? Irmer wollte ein Seil sich suchen. Irmer tut irgendwie Laus, eine Zange? Ja, so hier in diesem Raum, wo die ganzen Experimente sind, auch gar nicht irgendwie hier. Beides. Wunderbar. Das Seil und auch irgendwie ein Tuch oder Stoff. Werdet ihr klar finden. Immer wird das Seil an die Tür machen. Man könnte die Tür ja zu uns aufziehen und sich dann mit dem Seil in der Hand, sozusagen das noch an der Tür ist, hier positionieren, um die Tür notfalls aufziehen zu können, aber nicht direkt an der Tür zu stehen. Wer weiß, ob dein Hinterhalt gelegt ist. Ah, okay. Ja, dann weiß ich, was du mit dem Seil machen willst. Ja, dann wird immer sogar mal hier hingehen und wird aber einfach das Zeichen warten, dass hier irgendwas passiert, vor allem, dass der Hauptkämpfer Jalan wieder aufsteht. Ja, und ich möchte Tuch nehmen, über diesen Stab drüber werfen und den dann nur mit der Zange greifen. Mhm, gut. Dann ist natürlich deine Hände sind jetzt erstmal gebunden. In der einen Hand hast du einen Stab in der Hand? Ja, ein Besenstab. Einmal ein Besen und einmal den anderen Stab, einmal den Tuch eingeschlagen. Das heißt, wirklich kämpfen oder sowas kannst du gerade nicht. Nur das als Information. Oh, ich kann schon kämpfen, auf ganz bestimmte Art und Weise. Also. Torgosch, irgendeine Idee? Du wolltest eben auch gerade dich um Jalan kümmern? Ja, ich versuche Jalan wach zu bekommen. Ich versuche vor allen Dingen, will ich mir seine Hand angucken. Ich möchte ihm den Handschuh ausziehen und will gucken, ob seine Hand sich andersweitig verfärbt hat. Oder sonst irgendwie seinen Arm hoch. Du siehst das wohl durch seine... Durch seine Hand, wahrscheinlich hat Jalan mit der schwarzen Hand gegriffen, die kann man sowieso weiter zerstören, haben sich jetzt feine goldene Linien, Rillen oder Risse gezogen. Seine Hand ist nicht selber gerissen, aber sie ist ein bisschen schorfig, die Haut, die schwarze Haut, und darauf jetzt goldene Linien, die vorher noch nicht zu erkennen waren. Ja, mit einem gewissen Abstand halte ich die Hand von mir weg. Und diese goldenen Linien sind die. Auf der Handoberfläche oder scheinen die mir so dadurch von weiter unten im Gewebe? Teilweise. Also manchmal ragen sie nach vorne, also aus der Hautoberfläche raus. Manchmal liegen sie unter den Hautschichten und werden so ein bisschen durch diese Schwärze verdeckt, aber strahlen dann oder versuchen dann durchzustrahlen. Es riecht auch ein bisschen nach Schwefel, hast du das Gefühl. Scheiße, scheiße, scheiße. Magier, mach was. Los, los, los. Wir sollten ihn wach bekommen. Reagiert er schon auf die Essigdämpfe? Er wird langsam wach. Immer noch seine Augen, die jetzt aufgeklappt sind. Er ist auf alle Fälle bei Bewusstsein, kann aber seine Augen nicht mehr zurück in seinen Kopf drehen, zumindest noch nicht. Verrat! Hinterhalt! Ich halte ihm so den Mund zu. Probier es zumindest. Beruhigt euch. Bitte? Wen meinst du jetzt? Dich? Ich halte an, mich dich nicht zu beißen. Ach so.
Ja, du kannst ja immer noch nichts sehen, auch wenn du eben alles sehen konntest. Jetzt gerade bist du komplett blind und irgendjemand, er riecht nach Abelmir. Also deine anderen Sinne werden auf alle Fälle schärfer. Er riecht nach Abelmir, aber wenn dir jetzt erstmal so eine Hand grob auf den Mund gepresst wird, im ersten Moment auch noch so ein bisschen deine Nase verdeckt und du auch mal keine Luft bekommst, erstmal so ein kleines Gefühl von Panik, was in dir hochsteigt. Jetzt, wo du gerade wieder wach geworden bist, dann dieser widerliche Essiggeruch, der in deine Nase steigt, du schmeckst es auf deiner Zunge, musst dich übergeben. Das zweite Mal heute. Herr Tionin, deine Hand ist beschmutzt. Lach gut los! Was hast du gedacht? Tionin, du altes... Wo sind wir? Wir sind... Ach, wo wir waren! Jetzt sei still! Meine Güte! Sehen. Wo sind wir? So. Guck mir mal seine Augen an. Habe ich das Gefühl, sie rollen jetzt langsam wieder hervor, oder nicht? Die sind immer noch blutig rot geädert und noch, also das eine Auge, wie gesagt, er ist ja eigentlich einäugig, auf der anderen Seite immer noch diese Augenklappe, die er schon seit immer trägt, und das andere Auge ist immer noch nach oben gerollt. Verdammt. Könnt ihr seine Augen nicht irgendwie heilen? Oder so? Warum trägt eigentlich eine Augenklappe, wenn er ein Auge hat? Egal. Ich fürchte, ich kann jetzt hier nichts für ihn tun. Wir sollten schnell verschwinden. Nein, ein Hinterhalt. Wir wurden verraten. Oder Bert der Sausack. Woher wisst ihr das? Ratet mal! Erzählt es einfach, ich will jetzt hier nicht raten. Durch den Stab. Das habe sogar ich verstanden. Also ist das tatsächlich ein Verräter? Dann wird er wahrscheinlich... Und Albert und Asmodeus und die Garde. Ah, vor der Tür. Oh. Ein Hinterhalt, den wir besiegen können oder nicht? 20 Mann. Den wir nicht besiegen können. Gibt es hier Öffnungen? Gibt es Fenster oder etwas Ähnliches? Ja, du kannst auf alle Fälle sowas wie Fenster erkennen. Schießscharten kann man sich durchzwängen. Man muss da jetzt keine Bohnenstange für sein, aber da könnte man rausgucken. Sind leicht vergittert, aber mit ein bisschen Gewalt könnte man die rausbrechen. Das Problem ist einfach die Höhe. Ihr seid viele, viele Stockwerke oben, irgendwo über der Halle des Throns, und dann unter euch ragt irgendwo der Üsli-See auf, mit Säure getränkt, die Felsen spitz, scharfzackig. Das ist natürlich unglaublich, wenn man da jetzt runterklettern möchte, aber es ist möglich. Könnt ihr dichten Nebel machen? Und immerhin mal so ein Beutelchen noch, ansonsten könnte ich das versuchen. Mit dichtem Nebel könnten wir vielleicht viele Leute umrennen. Also umgehen vor allem. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es vernünftig ist. Wir setzen die gesamte Kammer hinter uns in Brand. Sie ist ihnen viel mehr wert als uns. Wenn wir die Kammer in Brand setzen und dann fliehen, werden sie Truppen abstellen müssen, um die Kammer zu löschen. Oder nicht? Aber nicht die Kämpfer werden erstmal abgestellt, da würde ich drauf. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das da drin doch alles mega wichtig. Wenn die IHA im Garten sieht, dass diese Kammer brennt und sie nicht löscht, Galotta wird sie alle hinrichten. Sie werden uns erstmal alle hinrichten. Ja, aber... Ich möchte mich mal versuchen, an dieser Wand hinter mir ein bisschen aufzusetzen. Muss mich mal von der Gruppe wegdrehen, also dass ich erst meinen Rücken zu ihnen ist. Ja, die Augen ein wenig betasten und dann die Augenklappe heben. Ich gehe in den anderen Raum wieder und suche mir ein Tuch, um meine Hand zu säubern. Kann ich sehen. Ich hätte definitiv nichts dagegen, hier einiges zu zerstören von all diesen Werken. Alles ist weiß. Du kannst grobe Konturen erkennen. Vor dir siehst du Iolaos, der mit besorgtem Blick auf dich steht und er hält sich wohl gerade mit den anderen. Das kannst du natürlich auch hören. Ein Gefühl der Befreiung. Du hast schon so lange nicht mehr gesehen. Zumindest nicht mit dem Auge. Du hast es genau hier verloren, in Usilia, damals, im Dreck, als du die Stadt verteidigt hast gegen die anstürmenden Horden. So viele Jahre her. Und jetzt, zum ersten Mal, wieder etwas. Weiße Linien, schwarze Linien, da steht immer. Eine einzelne Träne, die sich vermutlich sofort zu Eis kristallisiert, läuft aus dem Auge hinaus. Ich bin immer schon keine Augen für dich zu haben. Er hat nur Augen für diese Tür und den Schwadenbeutel in der einen Hand und dem Seil in der anderen. Meine Herren, wie kommen wir heraus? Abelmir, was hast du da gemacht?
Ich bin in einen Raum gegangen und habe mir ein Tuch gesucht, irgendwie zu, um meine Hände zu säubern. Mhm. Beziehungsweise die linke Hand wahrscheinlich, oder die rechte Hand, mit dem ich ihn den Mund zugehalten habe. Ich hoffe, ich habe was gefunden und kehre dann wieder zurück. Ihr könnt ein leises Klopfen an der Tür hören. Vorsichtig. Nicht unbedingt zaghaft, aber ein höfliches Klopfen. Durch die Tür gedämpft mit Holz. Magister? Was ist denn? Können wir euch irgendwie helfen? Nein, im Moment gerade nicht. Wie lange braucht ihr denn dort drin noch? Ich schätze, dass wir weniger als ein halbes Stundenglas noch brauchen. So. Amir Laus, ihr seid bewandert in der Alchemie, oder? Nicht viel mehr als ihr. Vielleicht gibt es dort hinten bei diesen Fiolen noch etwas, was uns helfen könnte. Wir sollten uns diese Tränke angucken. Ist die Tür verschlossen? Nein, ich habe sie damals nur geschlossen. Dann wird die Tür jetzt geöffnet. Langsam. Ja, führt den Schwadenbeutel in der rechten Hand zu seinem Mund und macht oben die Schleife auf, hält den Beutel aber noch mit der Hand zu, dass er nicht jetzt einfach aufgeht und hier einfach direkt den Nebel macht. Und lässt das Seil einfach mal fallen, dass es hier sozusagen hier so herumliegt. Er kann zwar jederzeit greifen, weil es sozusagen so über den Tisch gelegt ist, aber er hat es erstmal nicht in der Hand. Mhm. Ja, und hat dann seinen Stab ganz schnell in die Hand genommen. Du siehst wohl, dass der Offizier ist, der Offizier, zumindest kannst du es an dem Helm und der Litze erkennen, der dann jetzt die Tür öffnet. Hinter ihm siehst du wohl zwei weitere Wachen, die alten Gardisten. Und der Rest wird erstmal noch von der Tür verborgen, während er dann eintritt und die anderen beiden sich durch die Tür hindurchschieben. Also, wir haben wohl gehört, dass es hier Probleme gibt. Nichts Wichtiges. Nun, was ist mit dem guten Herrn von Dunkelstein? Hat an einer Substanz zu viel gerochen, ist umgekippt, aber nichts Ernstes. Ich habe die Warnung des werten Magister wohl unterschätzt, dass es hier drin ein wenig aufs Gemüt schlagen kann. Nun, Magister, wie sagtet ihr, war ihr euer Name? Mein Name, ja, das ist doch kein Ding. Ich bin Agrithostos von Yolgomak. Wir haben draußen mit Asmodeus von Andergast gesprochen. Hattet ihr eine Freigabe für diesen Raum? Ach, die brauchte man? Nun, Asmodeus steht zumindest draußen vor der Tür und ist nicht unbedingt erfreut, dass ihr hier eingedrungen seid. Ach so, ja. Ja, dann schaut die anderen an. Dann sollten wir besser die ganze Sache schnell klären. Ja, dann kommt doch bitte mit nach draußen vor die Tür. Magister. Dann schaut die anderen an, schaut von Jalan an, ob der irgendwie einem zunickt. Wenn man nur kurz in die Augen schaut. Ganz leicht mit dem Kopf. Ja, ich komme gleich. Geht schon mal kurz vor. Ich muss noch hier eben eine Kleinigkeit abschließen. Ich muss darauf bestehen, dass er uns jetzt folgt, Magister. Ja. Da muss ich aber vorher noch, und er legt kurz seinen Zauberstab hier an den Tisch, lehnt ihn da an. Und wirft dann den Schwadenbeutel hier in den Raum hinein. Währenddessen aber schon, also deswegen hat den Stab da angelehnt, mit der anderen Hand den nächsten Schwadenbeutel aus der Tasche greift. Er hat ja insgesamt 4 Stück. Und schmeißt den ersten hier rein und zieht den und hat den zweiten dann schon in der Hand, aber Die Tür ist angelehnt. Also kannst nicht komplett in den nächsten Raum reinschmeißen, die würde dann abprallen und dann vor der Tür liegen bleiben. Kann ja erst an dem Seil ziehen. Was heißt, die ist angelehnt? Die sind doch gerade, haben die durch die Tür reingedrückt oder haben die Tür dann wieder schnell hinter sich zugemacht? Also du kannst nicht komplett durchgucken, genau. Es sind jetzt 2 Leute, beziehungsweise 3. Oder dann schmeiße ich die Schmadenbeutel einfach auf die. Gut. Wenn das Ding gegen die Tür prallt, ist ja auch halb so wild, weil das macht ja sowieso einen gewissen Umkreis ziemlich viel Nebel. Genau. Ich denke, damit gehen wir wohl in diese Diebe, oder? Wenn du möchtest, können wir das jetzt tun. Es gibt zumindest ein lautes Alarm! Ja, das lässt sich nicht vermeiden, das ist mein Freund aber nicht auch bewusst. Scharren von Schildern, viele Stiefel, die sich jetzt bewegen. Die direkt vor der Tür gewartet haben. Ich hab's euch ja gesagt. Ich führe die Gedassen alle mal mit einer Initiative. Ich glaube, das macht Sinn. Haben eine kleine Initiative, würden sich natürlich jetzt erstes mal bewegen. Möchtet ihr vorher handeln? Ihr habt alle eine höhere Ini.
Natürlich. Gehe ich mal davon aus. Wo stehen die beiden jetzt? Die drei, sorry. Genau, Tokens. Die Karte 1 zu 1. Haben wir Initiative-Rat hier irgendwo, Frosty? 10 Moment, zu 1. Muss ich, ja, da ist eins. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, das jetzt komplett auszukämpfen. Wir können auch einfach sagen, ich mache die platt, weil wir wissen wann, dass ich die platt mache. Ich aktiviere einen Zauber aus meinem Stab. Ah, entweder wir kriegen die tot oder wir kriegen die tot. Vielleicht auch nicht. Also ich hatte ja 20 Leute angekündigt. Ich habe mich auch 20 Leute gesagt. Genau, ich weiß. Immer möchte ganz gerne vorziehen. Ja, tu es. Immer möchte ganz gerne mit schnellen, aber leisen Schritten sich hierhin bewegen und hoffen, dass er noch in der Nebelwolke steht und dass die Leute sich irgendwie anders bewegen, anstatt hier an der Wand entlang. Sich verstecken erleichtert um. Ich weiß nicht, das breitet sich noch nicht sofort aus, ne? Ich kann das schwer beurteilen, wenn das Ding aufplatzt, was jetzt der Fall ist, weil ich das Ding ja sozusagen werfe und oben offen ist, aber. Also, das wird brauchen, das ist nicht instantan alles vollgenebelt, das wird jetzt langsam. Okay, dann habe ich die Situation falsch eingeschätzt, ja, weil Problem. Es gab gar keine Nebelbeschreibung von dir und effiziente Beschreibung des Beutels. Ja, gut, das heißt, das Ding landet hier und es breitet sich so langsam aus. Das heißt, die Leute haben sozusagen hier sozusagen an den Füßen die ersten Nebelerscheinungen. Ja, richtig. Also das geht schon gut jetzt in Richtung Bauch. Das heißt, nächste Aktion wird wohl der Kopf oder nächste Kampfrunde wird wohl der Kopf von denen eingenebelt sein. So kannst du denken. Ja, dann wird er vorziehen und 7. Also Geschwindigkeit habe ich momentan. Warte, komm, ich glaube, ich habe Geschwindigkeit 9. Ja, ich habe Geschwindigkeit 9. Und dann werde ich mich mit einer Aktion. Gut. Was ist mit den nächsten? Sind wir alle schneller? Erstmal freie Aktion. In die Kammer! In die Kammer! Alle der Kraft. Wenn dem alle folgen wollen, könnt ihr das tun? Nicht durch die Wand ziehen, Leute. Nicht durch die Wand ziehen. Kommt schon. Es gibt die Spacebar-Taste, damit kann man um Ecken laufen. Er hat recht. Oh. Er setzt da durch und schließt die Tür hinter uns. Dann nehme ich das Regal, das hier direkt neben steht, und schieb das, ruck das, werfe das, wenn es sein muss, erstmal davor. Eine freie Aktion. Torgosch, mein Bündel! Was Torgosch die ganze Zeit irgendwie wahrscheinlich mit einer Hand aktuell unterm Arm trägt. Mir hast du kein Bündel gegeben. Doch, du hast damals das Bündel in die Hand genommen. Ach so, das, Kammer. Ja, Entschuldigung, ja, ich geb's dir. Ja, du hast es geben, du kannst es einfach da irgendwo auf die Fallen lassen oder so, aber ja. Ja. Gut, dann seid ihr erstmal in der nächsten Tür. Ihr könnt erstmal weiter handeln. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Initiative brauchen. Zumindest werden die weiteren Informationen vorrücken. Das dauert alles seine Zeit. Agiert, sprecht. Wir müssen hier raus und zwar jetzt. Können wir aus dem Fenster? Was waren das für Fenster? Ich meine, wir waren ja schon mal in dem Raum drin. Vergittert? Vielleicht vergittert. Könntet ihr euch natürlich irgendwie mit einer Kraftaktion oder irgendwas... Ja, aber sind die groß genug nach der Vergitterung, dass man da durchpassen würde? Ja, also wenn ihr die Gitter wegkriegt, könnt ihr da durch. Die Golem-Tür war jetzt wieder geschlossen, oder? Da hat Jalan zugeschlossen. Also nicht geschlossen, aber doch geschlossen, aber nicht verschlossen. Geschlossen und verrammelt. Ja, dann mach das Fenster auf. Wenn sonst keiner hingibt, gehe ich einfach hin und versuche das Fenster da rauszurammen. Wenn nicht die vergittert sind, kann man es vielleicht auch einfach aufziehen. Ansonsten mit der Schulter rums. Wie sind die vergittert? Eisenstreben. Torgosch, lass uns Schränke vor die Tür schieben, damit wir Zeit gewinnen. Ich schnapp mir so lange mein Bündel und fädel meinen Bogen auf und packe mein Schwert wieder rein. Wartet, Aktion. Der Golem. Ja. Ja, wie ist mit dem? Die Tür ist ein Golem, bin ich erinnert. Ja. Ja, und draußen steht doch schneller. Ich habe wohl eine Aktion Zeit, oder? Nein, wir sind nein. Mach, Junge. Die Tür ist ein Golem. Wenn sie die Tür attackieren, attackiert der Golem zurück. Aber warum sollen sie das tun? Sie wissen doch die Lösung. Der Golem wird einfach für sie öffnen. Ich bezweifle, dass sie das Kennwort kennen. Aber der Asmodeus wird's wissen. Dieser Raum gehört Galotta allein. Egal, okay. Ihr schiebt da ein paar Dinger vor. Immer komm her. Und ich probiere mal das Bündel. Übernimmt das Bündel, legt es auf den Tisch, damit er es gleich greifen kann und fängt mit dem Zwerg an, irgendwelche Dinge vor die Tür zu schieben, außer eben diesen Tisch oder wenn diesen Tisch, dann wieder sein Bündel irgendwie hier hinwerfen. Gut, findet alles Entzündliche bei den Alchemikern, wir zünden die Scheiße an. Ich lehne mein Schwert an die Wand und versuche, das Fenster zu öffnen.
weiter. Immerhin. Also immer noch. Geht das irgendwie voran? Ruckelt das? Bewegt sich da irgendwas? Ich überlege gerade, was ich da haben will. Wenn du da mit bloßer Kraft gegen drückst, dann... Athletikkraftakt. Athletikkraftakt, das ist eine gute Idee. Mach mal eine Athletik. Guck, ich erschwere sie dir um 10 für das Eisengitter und dann würde es aufbrechen. Reicht nicht. Ich würde einen Zauber. Um ihm zu helfen. Dann los. Und zwar den Eisenrost und Patina. Oh, gute Idee. Ich muss mir mal Zeit lassen, das heißt, es dauert 4 Aktionen. 4 Aktionen, ja, wow. Ja klar, die hast du. Also wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht in Kampfrunden, wir reden jetzt nicht in Aktionen. Die anderen werden, wie gesagt, vorrücken und während immer da irgendwelche Holzgegenstände gegenschmeißt gegen die Tür. Ja, wenn wir so einige Sachen dagegen geschmissen haben, wird immer dann sagen, los, komm weg von der Tür, schmeiß noch einen Schwadenbeutel dagegen, schmeiß einen Schwadenbeutel vor die Tür, dass hier wie eine neue Wolke entsteht, inklusive dem ganzen Scheiß, der hier vorliegt. Ich rufe mal wieder die Schulter, eine zweite Barrikade, schnell! In der Mitte des Raumes! Ich werf den Tisch hier um. Den mit dem Kram von Ömer, alles klar. Ah, nee, ja. Quatsch. Mein Kram von Ömer, den schmeiße ich dann hier hin, habe ich ja irgendwann gesagt. Ja, also gerade okay. Wenn ich mich davon wegbewege, will ich gut, also wenn ihr zweite Barrikade aufmacht. Ist der Tisch schwer? Ist er aus Holz oder aus Stein? Oder? Den wirst du irgendwann bewegen können, klar. Okay, gut. Gerade wenn du für den Torbosch dir hilfst. Los, besorgt mir irgendwas Brennbares von den Alchemikern. Ihr habt doch Ahnung davon. Ich stelle mich neben Jerodin, tipp mit dem Stab auf die Stäbe. Eisenrost und grüner Span, an Klingen nagt der Zeitzahn. Ich werfe mich so lange weiter dagegen und hoffe, dass es schon irgendwas bringt. Ja, ich muss gerade mal schauen, was macht der Eisenrost und Patina regeltechnisch? Der wird eine gewisse Anzahl an Kilogramm jetzt hier innerhalb von wenigen Kampfrunden in Rost verwandeln. Gut. Aber der Spieler muss jetzt sagen, wie viel ASP einsetzt, damit du weißt, wie viel Kilogramm das sind, die er da verwandeln will. Er muss ja auch mit 2W6 plus irgendwas Bösartigem rechnen. Genau, das kommt dazu. Dann kannst du mir die 2W6 schon mal dazu schmeißen. Ja. Erst die Anzahl an Kilogramm sagen, bevor du die 2W6 schmeißt, die gültig sind. Du weißt ja nicht, ob dazu wird oder abgezogen wird. Wie dick sind diese Stäbe? Wie viel schätze ich sind sie, wiegen die Dinger? Ungefähr 2 Finger dick. Und das ist eine Rechnenprobe nochmal zusätzlich, die ich von dir haben will, damit du sowas dann abschätzen kannst. Ich würde die Mindestanzahl an Kilogramm an einem der Stäbe im unteren oder oberen Bereich machen, wo es dann durchrostet und nicht das auf die gesamten Stäbe verteilen. Ja. Du musst ja nicht alle Stellen wegrosten. Ich will wirklich nicht alles durchrosten, aber... Ich will halt ungefähr wissen, wie schwer die Dinger sein könnten. Also so 2 Kilo will ich von dir schon mal haben. Das sind dann insgesamt 6 ASP. Gut. Und dann nochmal 2W6 hinterher für mysteriöse Zauberpunkte. Währenddessen könnt ihr natürlich eben die Irrhalkengarde vorrücken hören, steht vor der Tür. Ja, wie gesagt, ich setze dann 6 ASP rein für... Kostet insgesamt 16, 1W20. Okay. Währenddessen Iolaus da steht, wird immer seinen Zauberstab, jetzt in Anführungszeichen nehmen, wird ihn zwischen die Gitter klemmen und irgendwie zwischen die Wand und wird sagen, los, ich drück das Ding jetzt auf, der Zauberstab ist unzerbrechlich. Knack, bricht das Ding einfach ab. Ups, meiner war nicht echt.